Aber diese Stromleitung hier, die ist in gewissem Sinne auch eine. Seit Jahresbeginn sind die Großhandelspreise für Strom an der Strombörse deutlich gefallen. Durch die Wirtschaftskrise ist die Nachfrage nach Strom eingebrochen, aber davon haben nur Großabnehmer profitiert. Für die meisten Haushalte und Kleinbetriebe sind die Strompreise dagegen gestiegen. Wie passt das zusammen? Sinkende Börsenpreise und gestiegene Verbraucherpreise? Die Frage haben vergangene Woche auch die Verbraucherschützer schulterzuckend gestellt. Marktreporter Michael Huben hat die Antwort gefunden. Zum Backen braucht man viel Energie. Auch in der Backstube des Café Bremen in Altenhoven, westlich von Köln. Der Familienbetrieb spart Strom, wo immer es geht. Doch obwohl der Verbrauch nicht steigt, haben sich die Stromkosten in den letzten 3 Jahren fast verdoppelt. Ja, es ist nicht nur ärgerlich, sondern man fühlt sich auch sehr ohnmächtig, weil man doch als letztes Rad am Wagen an der Front das argumentieren muss. Wenn der Kunde kommt und sagt, warum ist schon wieder irgendetwas teurer geworden, das verstehen wir nicht. Wir sind auch ein ganzes Stück ratlos darüber, weil wir verstehen es nicht ganz. Es ist auch schwer zu verstehen. Wir zeigen Heike Stolz eine Grafik der Strombörse. Nach einem Höhenflug letztes Jahr hat sich der Großhandelspreis wieder halbiert. Aber warum steigt trotzdem der Preis für die Endkunden? Ich denke, das liegt daran, an der Macht der stromproduzierenden Unternehmen. Wir im Endeffekt können da gar nichts dran machen. Wir sind eigentlich gezwungen, das so hinzunehmen. Und selbst ein Anbieterwechsel hilft da nicht. Selbst wenn man zu einem günstigeren Anbieter gewechselt hat, muss man jetzt mit steigenden Preisen rechnen. Und warum das so ist, fragen wir den Bundesverband neuer Energieanbieter. Dieser Verband vertritt die Interessen der neuen Stromanbieter, die den alten Monopolisten seit einigen Jahren Konkurrenz machen. Und der Preis, zu dem sie den Strom einkaufen, hat auf ihren Endkundenpreis wenig Einfluss. Von den gut 20 Cent pro Kilowattstunde entfallen nur 20% auf die Stromerzeugung, winzige 5% auf erneuerbare Energien, ein Drittel auf diverse Steuern, aber der Löwenanteil auf die Leitungen, das Netznutzungsentgelt. Und diese Netznutzungsentgelte werden nächstes Jahr um 8 bis 10% steigen. Und damit steigen auch die Endkundenpreise. Den Aufpreis kassieren die Besitzer der Leitungen. In weiten Teilen Deutschlands die Konzerne E.ON, RWE und Vattenfall sowie viele kleine Stadtwerke. Wie viel die für ihr Netz kassieren dürfen, reguliert seit Jahren die Bundesnetzagentur. Doch deren Arbeit beruht seit Anfang des Jahres auf einer neuen Anreizregulierungsverordnung. Und im Gesetzgebungsprozess ist durch Lobby-Einflüsse der Netzbetreiber diese Sache so abgesenkt worden, dass kaum noch kostensenkende Wirkungen von ihr ausgehen. Wesentliches Element dieser Anreizregulierung ist eine hochkomplizierte Formel. Ein Faktor darin sollte die Preise eigentlich sinken lassen. Hier in der Mitte der Formel, da steckt der eigentliche Clou dieser Anreizregulierung. Der bedeutet, wenn hier 100% eingetragen sind, ist das Unternehmen optimal preiswert und muss nicht mehr billiger werden. Wenn hier 80% eingetragen sind, heißt das, das Unternehmen ist noch zu teuer und muss billiger werden. Doch Überraschung, auch die großen Konzerne E.ON und RWE mit ihren Milliardengewinnen wurden als 100% effizient eingestuft, müssen also die Leitungspreise nicht senken. Und wie kommt das? Im Rahmen der Verbesserung der Anreizregulierung sind 4 mögliche Wege aufgenommen worden, von denen nach Berechnungen aller 4 Methoden der Netzbetreiber sich die für ihn günstigste aussuchen kann. Ein Zugeständnis an die Konzerne und die erhoffte Preissenkung bleibt auf der Strecke. Stattdessen führen andere Faktoren, die in der Formel gut versteckt sind, jetzt sogar zu Preissteigerungen. Und in dieser furchtbar langen Formel hängen bei den Fixkosten und den variablen Kosten Bedingungen drin, von denen normale Unternehmer nur träumen können. Denn wann immer ein Netzbetreiber neue Anlagen baut, wird ihm für jeden investierten Euro Gewinn garantiert. Und das sind nicht 3, nicht 5 und auch nicht 7, sondern sagenhafte 9,29%. 9,29% garantierter Gewinn für jeden investierten Euro, das hätte die Altenhovener Bäckerei auch gerne. Ja, wunderbar. Dann würden wir ab heute nur noch investieren. Wir hätten also sofort, unsere Mitarbeiter würden strahlen. Wir würden also nur noch investieren. Ich wüsste also sofort 10 Maschinen, die wir gerne noch, oder auch Anlagen, die wir gerne noch kaufen würden. Doch diesen Luxus genießen nur Stromkonzerne. Normale Unternehmer gehen mit jeder Investition ein Risiko ein.
Und ob sie sich dann später lohnen, man kann das vorher alles kalkulieren, aber das steht dann nachher in den Sternen, ob sich dann, wenn der Ofen nicht richtig ausgelastet ist, bringt er überhaupt kein Geld. Doch das Risiko wurde den Leitungsbesitzern abgenommen. Im Moment zum Beispiel sinkt der Stromverbrauch wegen der Wirtschaftskrise. Doch dank Anreizregulierung kann dem Netzbetreiber sogar egal sein, wie viel Strom er transportiert. Er kann aber, anders als in der freien Wirtschaft, einfach seine Preise anheben, um auf denselben Erlös zu kommen wie vorher. Das ist etwa so, als ob ein Bäcker, der nur noch halb so viel Brot verkauft, dessen Preis einfach verdoppeln kann. Dann würden sofort die Kunden wegbleiben und sich natürlich bei dem harten Preiskampf heutzutage irgendwo anders orientieren. Doch wenn ein Stromkunde den Anbieter wechselt, für das Netz zahlt er immer. Dort gibt es weiter lukrative Monopole und deshalb steigende Preise.